Ja, hallo, ich muss meine coole Brille aufziehen, weil ich stehe vor einem Model 3, was ganz Besonderes hat, nämlich die Version 10 in Deutschland. Und damit fahren wir jetzt. So. Erstmal anschnallen und dann Brille absetzen. Das geht ja gar nicht hier. Es regnet sowieso gerade, ist kein ideales Wetter heute. Trotzdem machen wir hier eine Rundfahrt. Drücken wir noch da hinten. Und als erstes muss ich dem Florian Danke sagen. Der sitzt nämlich hier neben mir, aber der will nicht ins Bild. Ist okay. Und der hat nämlich gesagt, hier, du hast da in deinen letzten News über die Version 10 so hergezogen, in Anführungszeichen. Und ich habe die drauf und du kannst es mal ausprobieren. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Es gibt jemanden in Deutschland, der praktisch in diesem Early Access Programm von Tesla drin ist und die Version 10 in der Testversion schon drauf hat hier. Ich zeige euch das auch als Beweis. Version 10 Beta 2019 32.2. 12. Ja, und geht tatsächlich hier mal hinten drauf auf die Versionshinweise, wenn sie kommen. Na, kommt was. Early Access Software Update. Und sogar in Deutsch hier. Ist ja cool. Gucken wir uns aber nachher nochmal im Detail an. Wir machen nämlich jetzt als allererstes mal unsere Standard-Rundfahrt auf meiner Todesstrecke, wie ich das immer nenne, weil. Ich denke, das wird ein Autopilot nie schaffen, aber daran sieht man die Grenzen vom System. Und das machen wir jetzt einfach mal. Gut. Check hier nur mal kurz, wie der Autopilot eigentlich eingestellt ist. Abstand machen wir lieber auf Maximum. Mehr Sicherheit. Autopilot navigieren. Machen wir auf Normal. Und so. Und herbeirufen braucht man nicht. Und den Abstand, den machen wir auf plus 3. Relativ. Auffahrwarnung machen wir auf früh. Und Spurhaltekorrektur brauchen wir eigentlich nicht. Alles andere ist an. Gut, das sieht gut aus. Muss ich sonst noch was einstellen bei Fahren? Standardmodus, auf alles auf Standard hier. Können wir so lassen. Ich fahre oft im Komfortmodus, habe ich jetzt festgestellt. Ja, den Kriegsmodus stelle ich auch noch ein. Habe ich jetzt gerade so, bin ich gerade so gewöhnt, weiß auch nicht wieso. Gut, das war's, ne? Und hier schalten wir mal die Streckenführung auch aus. Oder die Navi-Ansicht hier, die Satellitenansicht, damit man dies bisschen besser sieht, die Straßenführung. Super. Ich glaube, ich habe alles. Dann können wir hier mal einschalten, Scheibe wischen und losfahren. Hätte jetzt kurioserweise auf mein Profil gewechselt. Was? Okay. Was war das? Oh ja, jetzt kann der Kriegsmodus nicht gerne sein, egal. Ich hoffe, er hat jetzt da meine Einstellung irgendwie noch drin. Fahren. Na gut. Alle platt. Ah. Wieso hat er jetzt? Kann sein, dass er am Schlüssel hängt. Oder an der Karte oder irgendwas erkannt hat. Ja, Oder das am kann tatsächlich Handy. sein. Ich habe das Profil mit meinem iPhone verknüpft. Ja, genau. Das ist Dann kommt seit das da. der letzten 9er Software-Version möglich. Ja. Gut, jetzt fahren wir mal hier ein Stück raus aus dem Dorf und dann eigentlich da hinten auf unsere Strecke. Das ist ein Normalmodell, kein Performance. Und man merkt natürlich die, also ich merke die mechanische Federung. Bin ja gerade, komme gerade vom Model X, was eine schöne Luftfederung hat. Und davor bin ich kurz als Loner ein Model S gefahren. Das war noch besser. Also das ist schon ein Unterschied, den man merkt, dass die Federung in den S- und X-Modellen tatsächlich besser ist. Oh, ich merke jetzt auch, ich müsste eigentlich den anderen Komfortmodus schalten hier vom Lenken. Das kann man während der Fahrt. Fahren, Komfortmodus. Ja, jetzt ist er wieder besser. Obwohl ich, wenn man schnell fährt, braucht man eigentlich die sportlichen Einstellungen oder die etwas strafferen Einstellungen. So, rote Ampel. Ampeln erkennt er aber in der Version scheinbar nicht, die wir jetzt hier drin haben. Wir haben ja schon mal Versionen gesehen, dass er hier ein Ampelsymbol gezeigt hat. Ich glaube, da irgendwo. Kann man eigentlich hier irgendwas? Doch, man kann jetzt hier drehen. Guckt mal, das ist jetzt mal die erste Geschichte, die wir hier schon sehen. Man kann jetzt hier gucken, was da neben einer steht. Man muss nicht mehr aus dem Fenster gucken. Nee, also
Das ist was Neues. Ich kann natürlich das hier auch mal wegmachen, da sieht man ein bisschen mehr. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil es wird immer vorgeführt, dass man das braucht, um auf der Autobahn zu gucken, in welche Spur man wechselt. Ich denke aber, das ist eigentlich eher dafür, wenn man irgendwo einparken will. Wir können ja nachher, wenn wir wieder zurückkommen auf den Parkplatz, das nochmal angucken. Dass ich so von oben gucken will, was um mich rum so ist. Obwohl natürlich die Frage ist, wie gut man hier die Abstände sieht. Das können wir nochmal gucken. So, ich fahre jetzt meine normale Strecke, Schwäbische Alb, mit kurvenreichen Spuren und so weiter. Und im Moment sind wir erstmal innerorts. Ölspur, wir haben eine Ölspur. Warum haben wir eine Ölspur? Ich sehe nichts. Unfall irgendwo. Im Moment habe ich nur die Möglichkeit, den Tempomaten einzuschalten. Das ginge natürlich. Ja, das macht er natürlich. Aber kein Autopilot hier möglich. Ihr könnt so ein bisschen hier gucken, wie die Autos dargestellt werden. Die werden jetzt auch besser dargestellt. Er kann jetzt verschiedene Autos. Da ein Street Scooter, den hat er nicht gehabt. Ja. Ah, hier sollte man echt mal verbieten, dass die da parken dürfen. Also das merke ich schon. Autos auch weiter voraus hat er. Jetzt kommt der Ölspur näher. Ja, Fußgängerin sieht er aber nicht. Vor uns der Fußgänger hat er leider auch nicht. Also das habe ich schon gesehen, dass er das auch normalerweise relativ gut sieht. Habe ich irgendwie jetzt die Anzeige eigentlich vermurkst? Nee, ne? Stellt sich irgendwann zurück. Also man kann das während der Fahrt hier scheinbar beliebig. 30er-Zone hat er auch. Wobei das Kartendaten sind, ich weiß, die erkennt er hier. Da ist dann 50er-Schild hier bei mir. Und 50 geht. Okay. Gut. Kein Lenkradsymbol, sprich er bietet mir jetzt hier innerorts den Autopiloten gerade nicht an. Sie gucken, schon viel Verkehr hier unterwegs. Gegenverkehr haben wir jetzt auch nicht gesehen, aber ihr müsst ein bisschen mehr da drauf gucken. Ich muss natürlich auf die Straße gucken. Wird ja immer vorgeworfen, dass die Tesla-Fahrer ständig hier auf dem Display rumspielen. So, ja, jetzt kommt das Symbol. Schalte auch mal komplett ein. Hände am Lenkrad halten, genau. Geht gar nicht weg, die Meldung doch. Auf 100, genau. Hinter uns fährt niemand, wir behindern niemanden. Sieht gut aus. Ja, Meldung kommt jetzt dann auch relativ früh wieder. Da vorne kommt ja die Stelle, die die alten Autopilot-Systeme immer ganz schlecht hatten. Die wollten dann immer so ein bisschen in die Rabatte fahren, deshalb muss ich jetzt hier auch vorsichtig fahren. Hier kommt erst runterbremsen auf 70. Ist leider wieder nach dem Schild erst. Ja, jetzt fängt er an zu bremsen. Und hier ist die Stelle, oh, jetzt steht aber noch einer, wo er normalerweise immer hier rausfahren wollte. Ja, er zuckelt kurz darüber, aber er fährt besser. Also das hat er jetzt ein bisschen besser erkannt als vorher, definitiv. Auf das vordere Auto trackt er noch nicht, das ist gut, wir sind selber. Und jetzt müsste er auch wieder hochschalten. Ja, 100 erkannt und 100 adaptiert und fährt wieder allein weiter. Ja, das ist jetzt eigentlich so klassische Streckenführung. Da denke ich auch, dass da hat er vorher auch keine Probleme gehabt. Funktioniert noch wie vorher. Kein Unterschied im Moment. Jetzt bremst er natürlich runter, klar. Abstand zum Vordermann. Was haben wir denn? Achso, ich kann hier gar nicht drehen. Genau. Das ist das hier mal. Ich will das nicht. So, wir müssen hier lang. Und ich wollte eigentlich den Abstand korrigieren. Muss ich in die andere Richtung drehen. Ne? So, das will ich, gar nicht. Also, jetzt fahren wir auf unsere Strecke. Da seht ihr schön die Schwäbische Alb. Super Sache. Das will ich gar nicht hier weg mit dem Ding. Okay. Er will eine 100. Machen wir den hier. Und jetzt hat er eine 70 hier. Okay. Also, wir sind im Autopilot-Modus mit 70. Ja, also das Lenkrad hat man genau dasselbe Gefühl, denn man denkt, er fährt selber alleine, muss noch manchmal drehen hier, kommt dann schon die Meldung.
aber gut eingerastet, wie ich immer sage. Man merkt also deutlich, wo der Widerstand ist, wo man dann drüber drehen muss. Jetzt hier ist 70, denkt, die Strecke kann man gut mit 70 fahren, da gibt es keine Probleme. Aber er kommt hier öfters mit der Meldung, merke ich jetzt hier. Lass ihn mal alleine fahren, damit wir sehen, wie lange das dauert. Da vorne kommt ja das Stück, wo er dummerweise wir eine Freigabe auf 100 haben. Ah, jetzt kommt's, okay. Hier ist noch 70. Hinter uns ist niemand. Da kommt die Freigabe. Eigentlich doof, sollte gar nicht sein, weil dann nämlich die Streckenführung ja nach oben geht. Da muss man immer ein bisschen gucken. Hat er jetzt auf 100? Lass ihn mal 80 fahren. Sehen wir, er beschleunigt auch auf 80 und hier in den Kurven müsste er eigentlich, würde ich sagen, ein bisschen runtergehen. Wie immer kommt uns bei jemand entgegen. Bremst eigentlich immer ganz gut runter. Wie immer kommt uns jemand in der Kurve entgegen. Das ist bei meinen Tests leider immer so. Ja. Also je nachdem, wie er, glaube ich, die Kurven kennt, bremst er auch. Ihr seht es da drüben ja auch. Ja, jetzt, er versucht aber die 80 hier zu fahren. Jetzt bremst er mal ein bisschen. Das ist gut. Pferde. Ja, jetzt bremst er hier gut runter. Hey, das ist gut. Also das ist deutlich besser. Da hatte ich, glaube ich, früher eher Schwierigkeiten hier. Hey, bleib in deiner Spur da drin. Wenn der Gegenverkehr nicht in seiner Spur bleibt, dann habe ich immer ein bisschen Bedenken, weil er doch eher links fährt als rechts gerade. Ja, 60, obwohl wir 80 dürften. Aber hier muss ich ihn mal anhalten hier. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Jetzt haben wir natürlich wieder diesen blöden Modus, dass er hier immer auf den Maximalwert beim Autopilot geht, also beim adaptiven Tempomaten ja schon. Ah, fährt mir da zu weit nach rechts rüber, ne? Musste ich ihn jetzt gerade auch bremsen. Na, 100 will er hier bestimmt nicht fahren. Ah, nee, die Kurve ist ihm zu eng hier. Na, jetzt kann er auch nicht. Erstmal runterregeln. Das ist schon ein bisschen nervig. Da gibt es auch nichts Neues, dass man das abstellen kann, ne? Dass er die aktuelle Geschwindigkeit übernimmt. Oder wir wissen es noch nicht, wie es geht. Der Trick ist ja, man muss auf dem Strompedal bleiben, dann macht er nämlich nicht und dann kann man die Geschwindigkeit noch korrigieren. Ich glaube hier, wir haben zu viel spiegelnde. Jetzt hat er es auch wieder noch. Das ist gut. Ich nehme mal die Geschwindigkeit etwas runter. Hinter uns kommt niemand, wir behindern niemanden. Also ich merke, ein bisschen besser für hier die Version 10 verhält sich hier auf meiner Strecke tatsächlich ein bisschen besser. Die ist auch extrem schwierig hier hoch. Also, weil da muss ich immer abbrechen und dann wieder neu starten. Das ist immer so ein bisschen eine doofe Geschichte. Da vorne kommt ja, hier seht ihr schon angedeutet, diese große Kehre, die hat noch nie ein Tesla erkannt, auch kein anderes Auto bisher, weil die meisten eigentlich die Daten von dem Navi-System ja gar nicht nehmen, sondern immer nur wirklich kameramäßig gucken. Obwohl, wir haben ja schon gesehen bei Mercedes, der hatte zumindest die T-Kreuzungen, die hat er gehabt. So, wir fahren mal ein bisschen hier hoch, funktioniert gut. Jetzt kommt gleich die Stelle, hier ist sie. Ich glaube, ich bremse lieber. Ne? Irgendwann muss man sich dann entscheiden, nein, System erkennt das nicht und dann muss man doch selber bremsen. Also das ist natürlich hier so das absolute, da muss er echt das sich angucken auf den Daten, sonst wird er sowas nie können irgendwann. Also rein das visuell zu lösen, ist meiner Meinung nach nicht die Lösung. So, ja. So, jetzt bin ich mal auf dem Strompedal geblieben, um euch zu zeigen. So, kommen innerorts. Zack, und runterbremsen auf 50. Leider auch in der Version erst hinterm Ortsschild. Wenn jetzt hier der Blitzer gewesen wäre, hätte er uns erwischt. Hier sogar 30. Die hat er gar nicht, die kennt er nicht. Also daran merkt man auch, er kann leider über die Kamera die Schilder nicht lesen. Jetzt sind wir außerorts. Kriegen hier die Freigabe auf 100 und hier ist gleich das 70er Schild, die 70 kriegt er auch. Okay, und wir fahren jetzt auch mit der 70 hier weiter. Also ich halte nur das Lenkrad fest,
Lass ihn selber fahren. Also, subjektiver Eindruck von mir, es ist tatsächlich besser als in der 9er Version. Spurstabiler. Habe auch das Gefühl, dass er selber ein bisschen mehr an der Geschwindigkeit dreht. Wobei jetzt hier natürlich mit 70 kann man gut die Kurven fahren. Da ist kein Unterschied. Den musste ich mal kurz hier, der Mercedes war zu dick. Also wir haben weiterhin das Problem, dass er ziemlich an der Mittellinie sich orientiert. Er hat, glaube ich, Angst davor, dass er hier rausfährt. Also deshalb lieber Mittellinie fahren. Ich sage immer, das kommt daher, weil viele sich beklagt haben darüber, dass er zu nah an LKWs fährt. Dann lieber mehr da. Das hat natürlich jetzt hier auf den Nebenstrecken zur Folge, dass ich eher in den Gegenverkehr komme als vom Weg ab. Ja, hier bremst er gut runter. Das finde ich jetzt schön. Ich mache ihm mal die Scheibe wieder frei. Also habt ihr jetzt auch gesehen, wie er gut selber runterbremst. Trotz nur 70 war ihm die Kurve zu eng. Gut. Und hier ist ja dann meine Strecke. Da nämlich, da muss er sich entscheiden, rechts oder links. Beziehungsweise ich muss mich entscheiden. Und da erwarte ich eigentlich von einem Autopiloten, wir kriegen schon die Blaumeldung, dass er anhält. Wir wissen ja, das Auto kann das. Wenn es nämlich von der Autobahnausfahrt runterfährt, bleibt es ja an der nächsten Kreuzung komplett stehen. Deshalb ist immer die Frage, warum er das hier nicht kann. Ja, hier seht ihr, volle Rabatte fährt er weiter ab, bremst etwas, aber zu wenig. Also er würde ich nicht anhalten. Etwas gebremst hat er, noch nicht so, wie ich das eigentlich will. So, System wieder ein. Ich drehe ihn auch mal komplett auf 100. Da vorne ist wieder eine schöne Kurve eigentlich. Und niemand kommt uns entgegen heute. Das ist gut. Weil die Dinger haben ja eine gute Straßenlage. Das macht also nichts. Dann kann ich mal ein bisschen fahren lassen. Obwohl mit 100 kann man die eigentlich nicht fahren. Nein, er kann sie auch nicht mit 100 fahren. Ey, das ist gut. Das macht er gut. Er traut sich nur 70 zu. Gut. Schön. Das ist gut. Ich habe auch gemerkt, dass diese Strecke, die jetzt kommt, dass die schon immer in dem Autopilot irgendwie besser drin war. Ja, also hier, ich habe ihm 100 erlaubt und er fährt nur 70. Das ist gut. So muss das sein. Ich muss natürlich immer wissen, wenn dann wieder eine freie Strecke kommt, dann beschleunigt das Ding natürlich auch. Ist irgendwas gesperrt, da wollen wir eh nicht hin. Naturschutzzentrum, da bremst er super ab hier. Ich mache gar nichts. Gar nichts mache ich. Ganz toll, ja. Auch hier, ey, da geht er sogar auf 50 runter. Obwohl 100 erlaubt ist, er bremst komplett ab und fährt selber um die Kurve. Sehr gut. Kommt ein Fahrzeug, das hält an. Schön. Wird aber nicht erkannt hier. Ein bisschen am Lenkrad drehen. So. Ja, das sieht richtig gut aus, Leute. Ja, nochmal eine enge Kurve, auch die, also es ist um einiges besser als vorher. Müsste ich gleich mit meinem Auto nochmal fahren. Nach Neidlingen können wir, also fahren wir auch nach Neidlingen. So, ich muss abschalten komplett und mal hier um die Kurve. So. Also, mal schauen, ob er uns eine Freigabe gibt. Macht er. Jetzt ist auch die, seht ihr hier, total die Serpentine. Ist hier auf dem Bildschirm gar nicht so gut zu sehen da. Aber ihr seht es ja draußen selber. Und macht er. Ich habe ihm 100, erlaube ich ihm. Und durch die Felder hier sieht er eigentlich nicht durch. Macht er aber. Also da ist er mir früher, ja, zum ersten Mal hier eine Meldung eingeschränkt. Wahrscheinlich, weil er die Sicht wahrscheinlich auch nicht war. Aber das ist echt gut hier jetzt. Kann man nichts sagen. Also durch die noch nicht abgeernteten Felder hier. Hat er keine Sicht gehabt? Jetzt beschleunigt er uns natürlich, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hm. Ja, es ist eingeschränkt, also muss ich ihn jetzt mal selber rausnehmen. Mal ein bisschen runterdrehen hier und aktivieren auf 80. Also er merkt noch nicht so, wann seine Grenzen sind, dass er dann vorher dann lieber mehr bremst. Hier ist er eigentlich gut. Okay.
Florian hat, glaube ich, ein bisschen Angst um sein Auto. Das ist alles okay. Ich hab's hier im Griff. Ja. Also ich fahre die Strecke ja wirklich oft. Aber man muss hier schon aufpassen. Das ist jetzt wirklich gefährlich, Leute. Sowas nicht nachmachen. Ihr seht ja jetzt als Bremser komplett runter. Super. Also echt gut. Die Kurven sind eher ungefährlich, weil da fährt er ja dann, wenn da drüben raus, sind eher immer die andersrum. Also die linken, die sind gefährlicher. Aber ich hatte jetzt komplett runtergebremst. Das ist super. Habe mir eigentlich 80 erlaubt. Auch hier bremst er jetzt richtig runter. Also wenn er freie Sicht hat, das muss ich doch ein bisschen ziehen. Also da hat man schon ein bisschen Angst, dass er da rausfahren könnte. Er hat auch selber eine Meldung von sich gegeben, aber meiner Meinung nach ein bisschen zu spät. Also es ist schon so, du musst die Hände am Lenkrad halten. Es ist noch nicht der Modus, wo das Auto alleine wirklich selber fährt, also eigenverantwortlich. So, ist er mir ganz schön schnell hier unterwegs. Er bremst zwar. Nee, seht ihr, das war maximal. Ich weiß, ich kenne die Kurve, aber Ende vom System. Alles gut? Alles gut. Okay. Ja. Bin hier auch nur auf 80, aber diese Stelle hier ist, ja, er brettert uns hier mit 80 auch lang. Also wir würden natürlich hier auch schneller fahren, aber wenn so das so ein Auto selber alleine fährt, dann hat man viel mehr Angst, wenn man am Lenkrad so hält. Ne? Muss ich euch ehrlich sagen. Deshalb macht sowas nicht nach. Spurerkennung hier super, aber das zeigt da glaube ich immer so schön blau. Da differiert das schlecht. Ja, also hier ist jetzt wieder Idealbedingungen, würde ich sagen. Und da ist eher die Frage, was macht er mit dem Schild da? Aber das sind Kartendaten. Ich vermute, dass er die 70 hier kennt. Die kennt er gar nicht. Er kennt die 70 nicht. Oh, oh. Die müssen neu sein. Das Schild muss neu sein. Das ist also für mich jetzt schon noch ein Wermutstropfen, dass die Version 10 leider noch nicht die Kameraerkennung von den Verkehrsschildern drin hat. Ist wohl in den USA nicht so ein Thema. Und deshalb seht ihr hier, will er immer noch 100, obwohl wir gerade ja eindeutig Beschränkungen hatten auf 70. Da kommt es auf Lösungszeichen erst. Wesentlich viele Wanderer unterwegs. Aber jetzt dürfte er wieder 100 fahren. Hat er natürlich noch drin, genau. Ich gebe ihm mal die 100. Ich muss mal gerade was probieren. Wenn ich jetzt hier runter bin. Ne, die Adaption darüber geht noch nicht. So, mal wieder aufpassen hier. Na, er meint, die Kurve kann man mit 100 fahren. Das kann man auch. Aber ich wäre jetzt eher geneigt, etwas langsamer zu fahren hier. Jetzt bremst er, okay. Also ist ganz unterschiedlich, wie er die Kurven einstuft und nach welchen Kriterien. Also hier bremst er uns jetzt wieder runter auf 70. Okay. Und da vorne ist wieder so eine Entscheidung rechts, links. Und das ist ja immer so mein Ding und ich drehe jetzt hier auch mal richtig runter auf 70 vielleicht sogar, oder fährt er ja gerade, und schau mal, ob er jetzt da vorne irgendwas macht. Weil früher, ich hatte also die allererste Version vom Autopiloten, die hat da vorne komplett runtergebremst. Er bremst jetzt auch, ja, gar nicht schlecht. Und? Nein, würde nicht anhalten. Würde nicht anhalten. Nee. Tut leider nicht. Große Baustelle, aber man kann hier fahren. Sieht ganz komisch aus, ne? Aber hier kann man fahren. Ja. Also das ist noch so was, Ende von der Straße, T-Stellen, die hat er noch nicht drin. Die kennt er noch nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kommt das Stück, wo sehr viel Serpentinen kommen, wo ich normal immer sehr langsam fahre, um zu gucken, ob er es wenigstens, wenn er langsam unterwegs ist, kann. Merkt aber, ich habe ihm 70 erlaubt, er fährt jetzt hier nur 50. Also ist eine deutliche Verbesserung zur Version 9. Die hat hier versucht 70 zu fahren und hier bremst er sogar, als ob er das Schild lesen könnte, ne? 7% geht es runter und natürlich kommt jetzt einer entgegen hier. Also jetzt sind wir natürlich aus dem Tritt geraten. Jetzt muss ich hier erstmal wieder drehen. Leute. Oh, jetzt kann er gar nicht. Ja, ich drehe runter. Okay, Leute. Oder sollen wir mal ein bisschen höher gucken, ob er selber ein bisschen runterbremst? 50 erlaube ich ihm, er fährt
Ja, ich glaube, er versucht schon 50 zu fahren jetzt. Ja. Regelt aber selber nach. Das ist wirklich die Todesstrecke hier, weil alles schlecht, aber alles blau hier. Also von daher, das differenziert er uns nicht gut. Ja, wieder Ende System. Lenkt aber noch, er kann es noch. Bremst mir aber nicht genug runter. Ich muss ihn mal ein bisschen drehen, der kommt da schon in die Gegenfahrbahn hier. Hinter uns ist niemand, vor uns ist niemand, sehr gut. Wir fahren mit 40 weiter. Die Leitplanke sieht immer gefährlich aus, ne? Jetzt kann ich noch ein bisschen schneller fahren. Ja, das ist Ende vom System, glaube ich, hier. Er bremst. Aber kommt schon die Eingeschränktmeldung? Gibt's aber nicht. Nee. An. Also manchmal hat man das Gefühl, da muss man abbrechen dann einfach, wenn er zu weit rüberkommt. Ansonsten aber erstaunlich, dass er solche Strecken überhaupt fahren kann. Das muss man immer wieder sagen. Ist eher auch, sagen wir mal, der Test für mich, wie würde er sich innerorts verhalten. Hier ist also alles schlecht. Markierung schlecht, Fahrbahn schlecht, Spiegelung so ein bisschen hier durch die Nässe noch und hier hört die Markierung teilweise ja auch auf. Dann kommt doch die Meldung. Kommt jetzt öfters. Ihr seht an dem Blauen auch immer, dass ich gar nicht richtig am Lenkrad festhalte. Aber ihr seht schon hier, fährt er eigentlich sauber in der Spur noch. Aber das ist jetzt meine vorgegebene Geschwindigkeit. Ob er selber runterbremsen würde. Jetzt kommt wieder so ein Stück da vorne. Jetzt gucken wir mal, wie weit das eigentlich schon geht. Jetzt lasse ich ihn mal nur mit 30 fahren. Aber ich glaube, das da ist etwas, was das Auto nicht kann. Er versucht irgendwie zu lenken. Nee. Leider sagt er mir nichts. Das ist ein bisschen schade, dass er nicht sagt, ey, jetzt kommt irgendwas, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, was er machen würde. Wenn ich gar nichts machen würde, er müsste dann irgendwie, würde er dann wahrscheinlich auf der Gegenfahrbahn landen. Hier brauche ich irgendwie einen Shortcut. Irgendwie auf irgendeine niedrigere Geschwindigkeit kommen. So. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder an einer guten Strecke. Gut in Bezug auf Erkennung hier, Erkennbarkeit. Und er bremst auch sauber runter. Ja, also da sehe ich einen deutlichen Unterschied. Könnt ihr ja meine alten Videos nochmal gucken. Wie mein Model 3 hier gefahren ist, denke ich mal, das ist gut. Da kommt die Meldung, ich soll mal Hände ans Lenkrad halten. Ansonsten 100 eingestellt, er fährt mit 60, das ist gut. So erwarte ich das auch, dass er selber situationsbedingt dann runterregelt. Also hier kann man komplett alleine fahren lassen. Da merkt man richtig, dass er es im Griff hat. Und jetzt habe ich natürlich die Herausforderung, da muss ich 50 fahren, ne? Und nicht 100. Nee. Jetzt kommt die 50er Erkennung erst, also da fahren wir hier komplett in den Ort rein mit überhöhter Geschwindigkeit, das geht gar nicht. Und kennt ja die Ortschaft, wo die Blitzer stehen. Begrenzung, alles klar, aber also eigentlich würde ich jetzt hier irgendwann mal erwarten, eingeschränkt der Lenkassistent, da stehen noch Autos. Und dann hält er normalerweise hinter dem Auto an, genau. Ja, ist, ja, da seht ihr es, also na klar, ne? Ist ja eine Ampel wahrscheinlich da vorne. Okay. Eigentlich nicht schlecht, aber ihr seht hier, das ist natürlich eine Situation. Elon Musk hat gesagt, so ein Auto kann irgendwann mal durch die Ortschaft fahren. Also parkende Autos sind definitiv auf der Fahrbahn, sind definitiv eine Herausforderung. Er sagt uns, er könnte, nein, er kann doch nicht mehr. Das wäre auch gerade ein Wunder gewesen, weil hier sehe ich ja schon gar nicht mehr, wo die Spur ist. Also der Tempomat hat er noch. Das ist klar, den hat er in den meisten Fällen, eigentlich immer. Noch 30. Ah, Gegenverkehr? Gegenverkehr sehen wir hier. Schöner Gegenverkehr, ist ja cool. So, mal schauen, ob er uns irgendwann ein Lenkrad bringt. 30er Zone, aber wie gesagt, Kartendaten. Nö,
ein bisschen, manchmal ganz kurz. Ja, das ist, also wenn man nicht weiß, dass das eine Fahrbahn ist, wo zwei Spuren sind, dann woher soll er das wissen? Das könnte ja auch eine Einbahnstraße sein. Nee, hier, Nightling lässt er uns nicht durchfahren. Das Fahrzeug wird erkannt. Jetzt könnte ich auch hier mal kurz einschalten. Jetzt kommt so leicht eine Spur. Früher war hier mal eine, aber bringt er uns nicht. Müssen wir wieder, hier sieht man schon so ein bisschen was. Aha, jetzt merkt man auch, so wie es aussieht dann. Aber was auch Neues hier, manchmal hat er das auch gestrichelt. Das habe ich auch schon gehört. Jetzt machen wir mal das Tempomat wieder an. So. Nein, hinter uns fährt niemand. Wir halten niemanden am Geschehen ab. Ah, komm. Jetzt. So. Wir sind innerorts. Also dürfen wir nur 50 fahren. Kommt das Ortsschild. Und komm, da. 100. Schöne Rennstrecke hier. Er beschleunigt ziemlich sanft. Ich weiß gar nicht, wo der Wert herkommt. Also, ob man das beeinflussen kann, wie er da. Weil das Model S, das zieht richtig weg. Das habe ich immer das Gefühl. Die haben da eine stärkere Beschleunigung eingestellt. So, die Kurve würde ich mit 100 fahren. Da würde ich jetzt nichts machen. Wie immer kommt uns einer entgegen natürlich an der Stelle. Ja, den sagt man auch gut gesehen, obwohl das war doch smart, oder? Ja. Sah nicht aus wie smart hier. So, jetzt 70. Komm, jetzt 70, aber Bremsführung ist echt niedrig hier, bis der mal auf 70 ist. Es sind einige neue Modelle dabei. Also neulich habe ich auch einen Pickup zum Beispiel gesehen. Den gab es, soweit ich weiß, in Version 9 nicht. Freigabe und er beschleunigt wieder. Ja, da muss er, jetzt hat er wieder 70. Also hier hat er ein falsches Verkehrszeichen drin, das habe ich auch bei meinem gemerkt, die Daten sind gleich. Hier war früher mal ein 70er-Schild scheinbar. Und dann kannst du jetzt nichts machen hier, dann kannst du drehen, wie du willst. Nein, ich will 70. Das ist auch sowas Doofes. Dann muss man Folgendes machen. Assistent ausschalten und dann hochdrehen. Ja, dann kannst du wieder schneller fahren. Wenn du dann wieder aktivierst, bremst er dich allerdings wieder runter, das hat auch keinen Sinn. 80er-Schild. 80er-Schild, das kennt er, okay. So, wir nähern uns dem Ende, weil da vorne ist wieder Weilheim. Gegenverkehr wird echt jetzt gut dargestellt, sehe ich gerade. Kann man auch jetzt drehen, ne? Man kann das auch drehen, ja, es wird dann irgendwann zurückgestellt. Also die Sinnigkeit, warum ich während der Fahrt das drehen kann, ist mir nicht so ganz klar. Jetzt zoomt das wieder schön zurück. Aha. Freigabe auf 100. Ich habe 90. Ich drehe mal hier runter, weil da vorne kommt das Ortsschild. Und hier kommt so eine blöde Verschwenkung. Normalerweise schalte ich hier immer aus. Deshalb lasse ich es jetzt mal. Ja, kann er. Und jetzt wird er wahrscheinlich total verwirrt durch den Bürgermeister-Bauer-Radweg. Den hat unser Bürgermeister mal erfunden irgendwann. Einfach von der Straße was hingemalt. Das kann natürlich ein Autopilot gar nicht. Also jetzt habe ich hier was. Nee, das will er nicht mehr. Weil mit dem Radweg kann er nichts anfangen. Da will er neben dem fahren. Das geht gar nicht. Jetzt steht da leider einer. Also da sage ich immer, hier wird er dann deshalb, wegen solcher Dinge, wird er da nicht fahren können. Weil er natürlich nicht weiß, dass man auf dem Radweg fahren kann, wenn kein Radfahrer da ist. Also das ist natürlich um einiges schwieriger dann zu managen. Und hier hört dann wieder die Spur auf, sodass ich auch hier kein Angebot kriege. Ja. Die anderen Vorfahrt, ist niemand da. Kommt der Rettungswagen und der hält hoffentlich an. Ja. Gut. Das war unsere erste Rundfahrt und ich würde sagen, Resümee, ich fahre mal hier rein, ist doch besser geworden. Natürlich hatten wir an die Version 10 natürlich sehr hohe Erwartungen. Wir müssen jetzt, glaube ich, mit ein paar Updates dann noch kommen. Beziehungsweise, man hat ja schon was gesehen, also wie die Erkennung von Ampeln habe ich gesehen. Ampeln und Stoppschilder waren eigentlich angekündigt, ist jetzt in dem Beta leider nichts drin. Was mich jetzt hier gerade wundert, hier die ganzen Autos sind nicht zu sehen. Das ist, da kann er mal was. Ja, aber ansonsten, also Ampeln, Stoppstellen und diese
diese T-Stücke so, ne? Also wenn man Ende von der Straße kommt und man rechts, links entscheiden muss, das hätte ich gern. Natürlich Kreisel hätte ich auch gern, die waren aber auch nicht angekündigt. Aber Ampeln und Stoppstellen waren eigentlich angekündigt. Aber solange er natürlich die Kamera nicht anhat, kann das ja nicht funktionieren, richtig. Die hat er ja wahrscheinlich nicht an hier, deshalb kommt das ja auch nicht. Das ist schon... Jetzt fahre ich hier mal auf dem Marktplatz, wenn ich das könnte. Ups, da kommen welche. So. Hey. Nicht anhalten hier. Oh, Questle. Was ist denn da für ein Fest bei uns demnächst? Wir haben dieses Jahr haufenweise Stadtfeste und hier ist wieder die Vorbereitung für irgendwas. Ich wollte jetzt nur mal kurz gucken. Leider ein bisschen viele Fahrzeuge da. Na, fahrt mal weg. Aber die werden jetzt gerade leider nicht erkannt. Ich hätte jetzt mal gern gesehen, wenn man die sieht, oder wenn er die hat, ob ich dann irgendwie tatsächlich, aha, ein paar sehe ich jetzt mal. Weil das war eigentlich so die Idee, dass man dann ja irgendwie um sich rum das sehen müsste. Ne? Das kann man aber jetzt leider hier nicht sehen. Mal kurz gucken. Auf die Fußgänger achten, die ganz Auto nämlich nicht. So. Wenn ich jetzt da stehe, ich sehe aber leider, zeigt er uns leider nichts dazu. Ne? Das ist noch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja so eine Bird View, wo er dann die anderen Fahrzeuge auch zeigt. Macht er aber nicht. Also, da haben wir noch nicht, da hat er ein bisschen was gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, das könnte man auch zum Rangieren benutzen. Jetzt seht ihr das Auto da vorne, sieht er. Ah, jetzt ist er wieder weg. Komm. Und da hinten hat er irgendwas. Hinter uns? Vielleicht war das hinter uns ein Auto. Ist ja gar keins. Ja. Cool. Gut. Das war unser erster Test hier mal auf meiner Todesstrecke, wie ich immer sage. Mit der Beta-Version von Version 10 im Tesla Model 3. Jetzt mal Schluss dieses Video. Und dann machen wir noch eins, wo wir mal ein bisschen auf der Autobahn kurz fahren. Also erstmal im Moment. Danke fürs Zuschauen und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich.